Erlaube deinen Schmerz, sich zu zeigen, ist das Thema des heutigen Videos. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Mein Name ist Karin und ich bin hochsensibel und trockene Alkoholikerin. Und auf meinem Kanal geht es um heilsames Malen für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Du befindest dich in Teil 2 der Serie Wecke die Kriegerin in dir. Teil 1 habe ich dir jetzt hier vorbereitet, wenn du nochmal nachschauen oder wenn du das Video noch nicht gesehen hast. Und die Kriegerin in uns ist die Urkraft, die weibliche Urkraft, die uns ja Kraft und Mut schenkt. Und sie ermutigt uns auch immer wieder, den Schmerz zu betrachten, anzuschauen oder anders ausgedrückt, dem Schmerz einen Raum zu geben, um auch zu heilen. Ja, und was da jetzt so alles passiert, erzähle ich dir in diesem Video. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Ja, vom Material her gibt es kein richtig oder falsch. Nimm einfach das Material, was im Augenblick, was du zur Hand hast. Also ich male jetzt hier im Augenblick oder hier gerade mit Acrylfarben auf älterem Papier. Also das sind Zeichnungen, die ich einfach umgedreht habe, um auch spontan malen zu können. Ja, dann hat man nicht so das Gefühl, es muss eine gute Zeichnung sein. Ja, du kannst auch Zeitungspapier benutzen. Auch das geht. Es soll intuitiv und auch ziemlich locker und schnell passieren, ja. Es soll ja auch dem Schmerz, wir geben ja mit dieser Form oder mit dieser Methode dem Schmerzen Raum und komm vom Kopf ins Herz, so wie die Yogis sagen, ne? Vom Kopf ins Herz oder in dein Inneres und lass es raus. Einfach loslegen. Ja, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo ich manchmal das Gefühl habe, nichts darf wehtun. Schmerzen sind nicht erlaubt. Ne? Wenn es wehtut, nimmt man eine Pille oder sonst irgendwas. Und das finde ich sehr traurig, schade, weil Schmerzen natürlich zum Leben mit dazugehören. Und der Schmerz möchte er uns irgendetwas mitteilen. Ja, er hat seine Berechtigung. Und jetzt hier in diesem Bild, aber auch im offenen Atelier, haben wir uns angewöhnt, dass Schmerz in Form von Depression, Traurigkeit, innerer Leere, wir geben diesem Gefühl einen Raum. Und in diesem Raum darf er sich zeigen. Nicht mehr, nicht weniger. Und es muss auch jetzt kein Gesicht sein. Bei mir sind es Gesichter. Also natürlich habe ich auch immer wieder Schmerzen. Natürlich, ich komme aus einer dysfunktionalen Familie. Das heißt, auch wenn ich mein Leben gut im Griff habe, die Verantwortung übernehme für meine Gefühle, passiert es immer wieder, dass so ein innerer Schmerz hochkommt. Nicht mehr so oft wie früher, klar. Aber, und wenn er eben da ist, dann gewähre ich ihm diesen Raum. Ja, und jetzt haben wir zuerst dieses Schmerzbild. Ja, also der Schmerz hat seinen Raum bekommen. Und jetzt lege ich los mit so Gefühlen, Alltagssituationen aufs Papier bringen. Also der Schmerz ist jetzt okay, der liegt neben dem Papier. Und es ist in Ordnung, also ich bin grün damit, das passt. Und jetzt habe ich
die Möglichkeit, gut, jetzt kann ich mich dem Alltagsgeschehen widmen. Wenn du diese Methode bei dir anwendest, leg gerne deine Lieblingsmusik auf. Also dieses Bild, dieses Schmerzbild ist übrigens mit Musik von Eminem entstanden. Den höre ich dann immer unwahrscheinlich gern, weil er schreit auch, hat ja auch eine sehr bewegte Biografie. Und ich habe bei ihm immer so oder häufig das Gefühl, er schreit diesen Schmerz in die Welt hinaus. Und damit kann ich mich in dem Augenblick sehr gut identifizieren. Und dann nehme ich Musik gern von ihm. Und jetzt bei diesem Bild, das war dann eher so Meditationsmusik. Ja, wenn wir den Schmerz mit betäuben, gibt es ja viele Möglichkeiten. Es müssen ja jetzt nicht Drogen sein, Alkohol, es kann auch Arbeit sein oder sonstiges. Dann irgendwo kommt er immer wieder hoch. Also wir gewinnen dadurch gar nichts. Es ist ein Gefühl wie jedes andere, was beachtet werden möchte. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ja, und hier wird es jetzt richtig spannend, nämlich beide Bilder liegen nun nebeneinander und man sieht von den Farben her das Bild, was nach dem Schmerz entstanden ist. Die sind ähnlich wie die Farben vom Schmerz. Und das eine beinhaltet das andere. Also ich habe einmal gelernt, wo Licht ist, ist Schatten. Wo Schatten ist, Licht ist auch Licht. Und ohne den Schmerz kann ich auch das andere nicht sehen. Also kann ich Glück nicht unterscheiden. Ne? Also das heißt jetzt nicht, dass ich Schmerz unbedingt favorisiere, ihn brauche, ihn suche. Das mit Sicherheit nicht, ne, weil tut dir wirklich echt gemein weh. Aber es geht darum, wie ich damit umgehe, meine Bewertung. Und oftmals, also mir hilft es dann in so einem Augenblick tatsächlich zu malen. Und mir geht es dann nach einer halben Stunde besser. Also das ganze Gemüt, mein Inneres, wenn ich nach innen schaue, beruhigt sich. Was will ich mehr? Was schreit nach Beachtung in dir? Welche Anteile in dir wollen, müssen noch gelebt werden in diesem Leben? Oder anders, oder eine andere Frage. Was wolltest du schon immer dein inneres Kind fragen? Wenn du darauf Antworten dir wünschst, dann vereinbare noch heute ein kostenfreies Erstgespräch. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deiner eigenen Umsetzung von heilsames Malen. Bis nächste Woche und tschüss.